So, wieder los, kommt zurück zum Let's Play von der Forza Horizon 5 Hot Wheels Expansion. Wir sind zurück, man könnte nicht besser eine Folge starten, als ich sage, dass ich dieses Rennen jetzt endlich gewonnen habe. Und man könnte jetzt sagen, fair, aber nein, ich habe gedive-bobbt as fuck. Also, die sind wirklich auf der Strecke, in dem Boneshaker ein bisschen, möchte ich sagen, überlegen. Ganz schön frech, muss man ehrlich sagen. Aber naja, was will man machen? Wir haben den Rennanzug jetzt gewonnen. Das ist doch was Feines, das sage ich euch. Und diesen wunderbaren Sommerrock, das ist auch echt toll. Und werden jetzt uns kurz umkleiden. Und dann die Story anfangen. Weil da gibt es auch ein Auto zu gewinnen. Was wir eigentlich nicht brauchen, weil ich den schon habe, aber haben ist besser als brauchen. Schöne deutsche Weisheit, man kennt sie. Und wir holen erstmal hier den Preis ab. Dankeschön für diesen wunderbaren Trainerzug. Und hier gibt es noch ein schönes Kleidchen oben drauf. Mauer. Hier gibt es auch noch ein paar Aufgärbechen für Profis. Schließt die Pro-Qualifikationsrunde ab. Die haben wir aber, glaube ich, noch nicht frei. Oder haben wir die schon? Ich weiß nicht. Hier ist die Story. Gibt es eine Pro-Qualifikationsrunde? Ich denke mal, die kriegen wir erst frei, wenn wir alles hier gemacht haben, um uns als Profi zu qualifizieren. Vermute ich. Wird wohl so sein. Okay, wir machen die Story. Und da porte ich mich jetzt einfach hin, weil das ist direkt am Festival Mainport. Wir machen nicht die Story. Wir gehen kurz zurück ins Festival. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir werden jetzt erstmal uns umkleiden. Willkommen zurück, Lukas. Und gucken, ob wir an unserem Bonechecker vielleicht was ändern können. Vielleicht gibt es da ja Tuning-Teile für. Also jetzt die Performance und optikmäßig. So, ich will mich mal kurz umziehen. Weil wir müssen uns ja auch passend anziehen. Ich habe keine Ahnung, was wir wo gewonnen haben. Ich bin jetzt ehrlich, Alter. Ich werde niemals wiederfinden, wo die Scheiße hier ist. Ich hatte mir irgendwann alle Klamotten gekauft. Da kam aber ganz schön viel hinzu irgendwann. Kann das sein? Scheiße, habe ich doch nicht alles gekauft. Hä, ich habe die alle gekauft gehabt. Oder kamen da neue? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Es ist lange her. Wo ist denn der Hot Wheels Kram? Das ist aber ziemlich geil. Wo ist der Hoodie? Ist das eine Jacke? Der Hot Wheels Kram eine Jacke? Oder ist das, was ist denn das jetzt hier? Hot Wheels. Ah, Hot Wheels Kapuzenpulli. Ja, aber den Rennanzug habe ich ja gewonnen. Ich will den Rennanzug haben, Digga. Wenn dann nicht richtig, wo ist er denn? Hot Wheels. Da ist er doch. Guck mal hier. Das ist es einfach. So, Kopf haben wir nichts Neues bekommen, ne? Warte mal, Kopfbedeckung ist nichts Hot Wheels mäßiges dabei, ne? Doch. Nee, Driftclub. Den Hot Wheels Helm haben wir noch nicht, ne? Die Kappe haben wir auch noch nicht. Hot Wheels Weltraumhelm. Uff. Okay. Alter, hier gibt es aber ganz viele Hot Wheels Kram. Meine Fresse noch. Wir haben aber die coolen Hot Wheels Sneaker bekommen. Die, wenn ich tragen können, weil wir den Anzug haben. Okay, vergessen wir das. Es gibt Sonnenbrillen. Nee, das war was anderes. Hoppla, ja. Ich habe mich mit diesem ganzen Kosmetik-Kram lange nicht mehr auseinandergesetzt. So. Wir gucken mal ganz kurz in. Es gibt keine Optikteile. Gut, dann gehen wir wieder raus. Ja, das hat sich ja schnell gelöst. Es gibt keine Optikteile für dieses Fahrzeug. Das ist ein ganz schön großer Vorplatz, meine Oh, hier ist ein Schild. Hey, wir haben hier oben auch Bonustafeln. Warum auch nicht? Find sie alle. Im Ernst? Ich weiß nicht mehr, wo wir sie versteckt haben. Natürlich habt ihr die hier auch, weil gibt Gründe. So. Hier vorne ist die Story. Hot Wheels, eine rasante Geschichte, rein da. Wir bereiten die Hot Wheels Feierlichkeiten vor. Wir drehen einen Dokumentarfilm über die Geschichte der Marke. Komm schon, ich brauche deine Hilfe. Okay, der Anfang. Hey, nimm mal deine Dokumentation über die Herkunft von Hot Wheels. Na dann, tell me something. Wo ist unser besonderer Gast? Der Hot Wheels Experte. Du hast es noch nicht begriffen, oder? Steig ein. Ich bin der Hot Wheels Experte. Du bist der Hot Wheels Experte. Wir alle sind Hot Wheels Experten. Das ist ein ganz schön geiles Fahrzeug. Hier, hier wird ein Kindheitstraum wahr. Und ich habe ein paar Freunde mitgebracht, die ihre von Hot Wheels inspirierten Autos zeigen wollen. Also, das ist aber so typischer Hot Wheels Lack, ne? Du kannst zusammen mit dem Publikum lernen. Drück einfach auf Aufnahme und... Also, das hätte ich nie gedacht, Haley. Weißt du, die Geschichte der Hot Wheels würde mich wirklich Vielleicht könntest du... Moin, Jungs! Ja, Haley, alles gut. Können wir gleich drüber reden? Ich sterbe gerade. Danke. Elliot Händler. Elliot hatte von Anfang an ein Spielzeugauto im Sinn, das cool aussieht und schnell rollt, damit das Spielen noch mehr Spaß macht. Zu der Zeit gab es so etwas nämlich nicht auf dem Markt. Händler holte den ehemaligen
Raketenbauingenieur Jack Ryan und Harry Bradley, Autodesigner von General Motors, mit ins Boot. Gemeinsam bauten sie die ersten 16 Autos, die sogenannten Original 16. Jacks Team entwickelte die Edelstahlachse und Delrin-Räder, die die Autos super schnell rollen lassen, während Harry dafür sorgte, dass sie auffielen. Harrys und Jacks Beiträge wurden zu Säulen von Hot Wheels. Leistung und Design. Das erste Auto vom Band war ein getunter Camaro. So ähnlich wie der, den du gerade fährst. Nicht schlecht. Aber ist echt, also jetzt mal ehrlich, das finde ich gerade geil, dass sie das sowas im Spiel haben, ne? Dass sie jetzt mal zum Thema Hot Wheels auch ein bisschen Info dazu bringen. Finde ich ganz cool. Geil wäre, wenn jetzt noch so eine Enzyklopädie oder so drin wäre oder sowas, wo man das jetzt nachlesen kann, was sie erzählt, aber trotzdem auf jeden Fall geil, dass sowas drin ist. Jetzt mal ernst gemeint, das finde ich sehr cool. Ja, und ein weiterer der Original 16 war der Custom Fleet Side, der auf Harrys Custom El Camino basierte. Die meisten dieser frühen Designs wurden von Hot Rods und Muscle Cars inspiriert, die zu der Zeit in der kalifornischen Autokultur sehr beliebt waren. Nach Harry Bradley kamen weitere Designer zum Team, wie Ira Guilford von Chrysler, der die Twin Mill gebaut hat, und Larry Wood, der den ursprünglichen Bone Shaker entwarf. Aber von Anfang an entwarfen sie Autos, die vor allem eines tun sollten: wirklich schnell auf Plastikstrecken fahren. Wow, du hast nachgeforscht. Nachgeforscht? Ich habe das alles auswendig gelernt, als ich 6 war. Ein Grund, warum Hot Wheels einem so ins Auge stechen, ist eine spezielle Lackierung mit dem Namen Spectra Flame. Über eine polierte Zinkkarosserie wird eine transparente Lackierung aufgetragen, was den Autos einen total coolen Metallic-Effekt verleiht. Ja, der, genau, ja. Genau wie bei einem echten Auto. Seitdem hat Hot Wheels das Lackierungsverfahren weiterentwickelt, um eine Vielzahl von Stilen und Effekten zu ermöglichen. Richtig spannend. Ein weiteres Merkmal war der rote Streifen auf den Reifen, wie bei denen an dem Auto, das du gerade fährst. Sie werden Redline-Reifen genannt und sehen so cool aus. Redline-Reifen sind ein wichtiges Merkmal dieser Ära und bei Sammlern sehr begehrt. Ja, und ich bin hier weit von Gold entfernt. Jo, Junge, hey, gerade auch einfach mal den Käfer komplett am Senden. Gut gefahren. Hier, nimm den Nash Custom 1950. Oh. Sieger der Legends Tour 2019. Ah, das ist der mit dem diesen Würfel als, ich glaube, Ansaugung. Ah, das war jetzt sehr, sehr geil. Wir haben uns halt so 2 Sterne geholt. Das müssen wir auch nochmal verbessern. Aber mir war es jetzt einmal wichtig, mal Haley zuzuhören. Ich wollte mal hören, was Haley Schönes zu erzählen hat. Das war doch schön. Das war doch sehr nice. Das gefiel mir sehr gut. Es gibt auch nochmal hier, da ist ein Nash Custom, nämlich ein Nash Metropolitan Custom. Die Frage, ob das ein B-Klassenfahrzeug ist, was wir da bekommen haben. Wir können ja gerade mal ganz kurz schauen, weil dann könnte man zu dem nämlich wechseln. Ach krass, die sind hier wirklich gesperrt, welche Autos du hier nehmen darfst. Netter Versuch. Du bist noch nicht groß genug für diese Karre. Zurück zur Akademie, Thrillseeker. Okay, ich darf halt wirklich nur Autos fahren, für die ich... Okay. Also Agni, bis B-Klasse könnte man fahren. Okay, krass. Der Nash Custom ist den aber jetzt gerade freigeschaltet, den Kollegen hier. Den gab es aber, glaube ich, auch schon im letzten... Ich weiß gar nicht, ob es den vorher schon gab. Ja, wir müssen eigentlich hier... Den müssten wir aber wenn ein bisschen tunen. Haben wir eigentlich eine... Ich glaube, das ist die falsche Weltkarte, sorry. Die Karte brauchen wir. Haben wir noch einen weiteren Teil Story? Oder ist die Story... Kapitel abgeschlossen? Ich glaube, ich kann aber wirklich den nächsten Story-Abschnitt auch erst machen, wenn wir wenn wir weiter fortgeschritten sind, ne? Weil wir haben... Ja, genau, es sind 5 Kapitel und 5 Leistungsklassen. Und ich glaube, bei jeder Leistungsklasse haben wir ein Kapitel. Also, das ist jetzt nicht so wie sonst, wo die Storys wirklich bam, bam, bam durchballern kannst, sondern hier hast du halt wirklich, dass du nur das einige Kapitel fahren kannst. Ja, doch, hier sind doch alle frei. Ah, okay, doch. Vergesst meine Aussage, total Bullshit, wäre natürlich logisch gewesen, aber ich würde sagen, machen wir heute schön die Storys. Dann machen wir heute schön Storytime. Die legendäre orange Strecke, warum ist die überhaupt... das ist jetzt mal wirklich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Warum ist die orange? Das ist jetzt nicht mal eine Frage, die ich doof finde. Komm schon, drehen wir eine Runde mit dem Biest. So, jetzt möchte ich auch was wissen. Komm, tell me something about the red orange tracks. Dankeschön. Vorsicht, genau genommen hast du da mehr als 1400 PS unterm Hintern. Wie gesagt,
Hot Wheels wurden schon immer für irres Tempo auf eigenen Strecken gebaut. Also, was machst du mit der Strecke? Naja, man braucht Segmente, damit man bauen kann, was immer man will. Dann erfindet man einen batteriebetriebenen Booster, um Autos auf Geraden zu beschleunigen und eine Tempobremse, um sie in Kurven zu bremsen. Man konnte sogar einstellen, wie sehr der Booster die Autos beschleunigte. Aber warum da aufhören? Loopings, Sprungschanzen, Steilkurven, Abfahrten, Gerüstbrücken, Schikanen, Überführungen, Rundenzähler, mehrspurige Rennstarter. Alles voll kompatibel, versteht sich. Das ist einfach gute Ingenieurskunst. Es gibt sogar eine Werkstatt mit Prüfstand, Öldose und Schraubenschlüssel. Autos zu tunen. Ich habe damit gespielt. Es war der Hammer. Sauber. Wo ist die Strecke orange? Kinder mögen leuchtendes Orange. Ha. Da hast du wohl recht. Natürlich gab es nichts Aufregenderes als Autos gegeneinander. Das war jetzt hoffentlich nicht Ihre Begründung, oder? Warum ist die Strecke orange? Kinder mögen orange. Warum mögen Kinder orange? Jetzt möchte ich auch eine Klärung haben, warum Kind offiziell orange mag. Nebenbei geht die Strecke 6 Minuten, wie ich gerade oben gesehen habe. Ja, das ist ein ganz schöner Brecher. Also die Story haben ein bisschen, die haben ein bisschen Futter. Aber warum ist die Strecke orange? Lukas stellt die wichtigen Fragen und kriegt keine richtigen Antworten. Wunderbar zu sehen. Hot Wheels hat dafür diverses Zubehör hergestellt. Unter anderem Rennstarter für die Startlinie, Tachos, um die Geschwindigkeit der Autos zu messen und Gerüste an der Ziellinie, die zeigen, welches Auto gewonnen hatte. In den 70er Jahren gab es auch eigene mehrspurige Streckenteile, wie den Fat Track, mit 3 nicht getrennten Spuren für riskante Überholmanöver. In den 70er Jahren gab es auch eigene mehrspurige Streckenteile, wie den Fat Track, mit 3 nicht... Ich wollte gerade sagen, der Text, den Sie quatschen, passt nicht zu dem, was da unten gerade passiert, aber das lassen wir jetzt. Spuren für riskante Überholmanöver. Heutzutage gibt es sogar noch mehr coole Sachen zum Spielen. Es gibt Achterkurven, mehrstöckige Garagen, Gummibandstarter und sogar Riesenhaie und Dinosaurier, die auf der Strecke herumkauen. Was glaubst du? Warum sollte man Autos auf einer Plastikstrecke schnell fahren lassen? Ich gebe auf. Warum? Sie kommen natürlich weiter, wenn sie am Ende abspringen. Na los, worauf wartest du? Ah, das war wieder so ein Rennen zum der eigentlichen Aufgabe. Okay, deswegen 6 Minuten. Okay, lassen wir das. War bescheuert wieder. Ich laber heute so viel Scheiße. So. Ja, Sika, 5 Räder, 5 Stories für die 5 Kapitel. Totaler Bullshit. Ja, ist ein ganz langes Rennen. Totaler Bullshit. Hier wird nur mit Fakten um sich geworfen. I love it. Ich begleite dich auf diesem Stück. Okay, wir sollen einfach nur weit jumpen. Ein kleinen dezenten Monster, wie gesagt, 1400 PS. Ist schon eine Nummer. Muss man wollen. Will ich. Gib Gas! Bring mir die Twin Mill zum Fliegen! Ab dafür! Ui, das geht aber tief darunter. Können wir bitte landen? Wo springen wir eigentlich hin? Einfach irgendwo? Okay, super. Ich denke mal, es waren 3 Sterne. Oh ja! Darüber werden alle Thrillseeker an der Akademie reden. Ja, ich bin in meinem Hot Wheels-Anzug schon ein ziemlich krasser Motherfucker, da bin ich schon ehrlich. Da krieg ich alle mit. Es waren nur 2 Sterne. Super. Cool. Wir kriegen schon mal keine Sterne für den krassesten Hobbits-Typen. Nice. Okay, wir haben aber noch mehr Story. Wäre auch cool, wenn ich da jedes Mal starten würde. Aber wir gehen da wieder hin. Ich möchte die ganze Story erfahren. Aber die Frage mit der orangen Piste, das trugel ich jetzt selber. Das akzeptiere ich. Warum sind Hot Wheels Bahnen orange? Da. Okay, ich finde gar nichts dazu. Super, lassen wir das. Wir finden überhaupt nichts dazu. Ich kann dich auch nicht weiterbilden. Kinder mögen orange, lebt damit. Es ist die Schlange und der Mungo. Es muss an einfach Kinder. Kinder sind einfach dann. Vielleicht hat das eine Kind von dem einen gesagt, ich mag auch orange, dann war das Thema durch. Du wunderst dich wahrscheinlich, was das Gerede über die Schlange und den Mungo soll, oder? Du nimmst das gelbe Auto, ich nehme das blaue. Ich erklär's auf dem Weg. Ich finde geil, dass hier also Hot Wheels getuned sind optisch. Dieser Metallic-Klang, sowas, das sieht schon aus wie jedes Hot Wheels Auto. Die Kids Beschleunigungsrennen. Don die Schlange Prodom war 4-maliger Champion der National Hot Rod Association und ist Mitglied der Motorsport-Ruhmeshalle. Junge, das Ding ist so zickig. Ist wohl seine Rivalität mit Tom Mungo McEwen. Tom Mungo McEwen war ein Dragster, der dachte, Sponsoren wären gut für den Sport. Also ging er zu einer kleinen Spielzeugfirma namens Mattel.
der Jahre kreuzten sich ihre Wege bei den US Nationals, wodurch sich eine freundschaftliche Rivalität zwischen ihnen entwickelte. Mattel wollte eine Spielzeugserie herstellen, die auf der Rivalität zwischen der Schlange und dem Mungo beruht. Das Hot Wheels Sponsoring führte zu einem richtigen Hype um Beschleunigungsrennen. Ja, ist doch schon mal gut zu wissen hier. Das ist eine kleine Serie. Von der Serie habe ich ja noch nie was gehört. Ich bin echt Hot Wheels-Fan, aber das hatte ich noch nie auf dem Schirm. Damals alle möglichen neuen Reihen heraus. Ich muss sagen, der Pimmel ist eine ganz schöne Zicke, Alter. Sie waren eigentlich gute Freunde. Auch wenn tausende von Kindern zu Hause mit ihren Hot Wheels Schlange und Mungo gegeneinander kämpfen ließen. Das Hot Wheels Sponsoring führte zu einer Menge Zeug mit Dragster-Thema. Heavyweights konnten auf Abfahrten schneller fahren und Sizzlers hatten kleine batteriebetriebene Motoren, sodass man keinen Starter brauchte. Ja, guck mal an. Ja, Heavyweight macht ja Sinn. Bergab auf eine Strecke, die bergab geht, wo der einfach nur auf Gehkraft aus bist, da macht natürlich Gewicht einen Unterschied, ne? Und ein neuer Designer runter. Namens Paul Tam begann, Sechsrad-Designs wie Six-Shooter und Open Fire zu entwerfen. Ich weiß, das ist unrealistisch, aber komm schon. Sechs Räder, so viele Räder. Schaut mal hier Formel 1, das gab's damals auch, war nicht erfolgreich, aber es gab sechs Räder in der Formel 1. So viel dazu. Würde mich nicht wundern, wenn es in derselben Zeit-Ära war, das wäre nicht gut komisch. Es gab viele andere Innovationen, wie Tampondruckmuster auf Autos, die sonst niemand durchführte. Uiuiui, der Looping war jetzt wild, ey. Series, Boss Hoss, Heavy Chevy und King Cooler. Alle mit offenen Hauben, großen Kompressorgebläsen und silbernen Lackierungen. Nebenbei, ich auch kurz das Game. Ich weiß nicht, ob es an der frühen Versionen liegt, die wir hier gespielt haben, schon, dass der Text manchmal von ihr leider nicht so ganz zu Ende geht. Leider Gottes war das ja auch schon bei dem DLC oder bei dem Update mit Vaughn Jr. und dem Ford Mustang war eh so, dass einfach Vaughn Jr.'s Texte gefehlt haben. Und ich habe gerade so ein bisschen Sorge, dass die deutsche Synchro hier auch so ein bisschen abgehakt zum Teil ist. Das ist bei mir gerade so. Deswegen, wenn ihr mehr erfahren wollt, lest unten die Texte mit, tue ich nebenbei auch. Deswegen gibt es hier auch mal ein paar Unfälle, weil ich weiß, dass sie nicht alles vorlesen, wie was unten steht, leider. Kurzer Info, ne, nur da, wie du Bescheid bist. Aber ich finde dieses ganze Story-Ding ganz geil. Oi. Also ich kann euch empfehlen, in dem Fall bei der Story auf jeden Fall mal die Untertitel anzumachen. Die Autos im ursprünglichen Schlange-Gengongo-Set wurden von Gummibändern angetrieben. Die hier sind es nicht. Sollen wir sie in einem Drag-Rennen testen? Alter, das sieht aus wie ein fucking Flugzeug für fucking Träger von Star Wars hier neben uns. Was ist das für Gebäude? Oder ist das die Plattform, wo die Sachen drauf sind? Sehe ich jetzt gerade erst, wenn wir mal kurz zeigen. Machen wir den Fotomodus denn. Jetzt nicht gerade, dass sie weiterquatscht, deswegen würde ich gerne den Fotomodus. Da ist er doch, guck mal an. Nein, ja, danke. Die ganzen Sachen hier sind auf solchen Plattformen, seht ihr das? Also die ganzen verschiedenen, ich sag mal, Areale, die schweben auf so Plattformen. Mit so, ich sag mal, Düsenantrieb oder so. Da unten sieht man sogar so leicht Mexiko noch, seht ihr? Da unten so leicht durchschimmern. Aber damit es, also doof klingt, ein bisschen realistischer wirkt, weil das Ding einfach, es ist eigentlich Bioshock Infinite ein Hot Wheels, wenn wir mal ehrlich sind. Aber naja, realistisch macht's das nicht. Die Idee ist trotzdem cool, dass sie es gemacht haben. Diese Schlange auch Biss hat. Ich krieg die Karre halt nicht vom Stand, ey. So, 1 Minute 20 und Haley besiegen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Kameraperspektiven sind ein bisschen weiter weg hier bei dem DLC auf jeden Fall. Also, ich sag mal, das Field of View ist ein anderes als in der Hauptmap. Du bist hier deutlich weiter rausgezoomt von den Fahrzeugen. Vorne ist, es wirkt dadurch viel, viel schneller und rasanter. Aber es ist mir die ganze Zeit schon aufgefallen, dass die Kameraperspektive leicht anders ist zur Main Map. Hier bist du ein bisschen weiter vom Fahrzeug weg. Egal wie nah du die Kameraperspektive wählst. Alter, 3 Sterne, da bin ich aber auch jetzt hier nicht so begabt für bei der Story. Meine Fresse, die hat aber Schmackes dahinter. Glück haben wir, Glück haben, kriegen wir es gleich doch hin. Ja, doch, wenn wir Glück. Ja, doch, schaffen wir doch. Okay, alles gut.
Einmal 3 Sterne hier fürs Ego. Ich hab dich natürlich gewinnen lassen. Wem soll ich sonst die Schlüssel zum Riprod geben? Oh, nächstes Fahrzeug. Ja, geil. Frage ist, ob wir den jetzt schon bekommen, weil... Also entweder ist der Abschluss für alle Storys am Ende oder er ist eins bei einem der Kapitel als Mission drin. Da weiß ich gar nicht, ob wir den jetzt schon bekommen. Das kann sein, dass wir den noch gar nicht bekommen können jetzt. Oder haben wir den jetzt bekommen? Ne, der wird sicherlich hier irgendwo drin mithängen. Und dementsprechend haben wir den Report jetzt nicht bekommen. Weil die Story natürlich ja noch nicht jetzt als Mission drin war. Aber wir nehmen uns einfach schon ein bisschen was vorweg. Ich wollte die Story einfach machen, weil ich das ganze Thema ganz cool finde, dass man noch ein bisschen paar Infos darüber bekommt, liebe Leute. So. Schatzsuche. Geschichte in den 80ern und 90ern. Ja, ist ein bisschen vor meiner Zeit. Du übernimmst diesmal. Oh, Diablo SV, Alter, ist ja geil. Hier, nimm die Schlüssel. Ich übernehme das Funkgerät. Über den Spoiler lässt sich diskutieren, aber es ist ein Hotfield. Dementsprechend lasse ich das durchgehen. Kleine Warnung. Ich habe eine Mail zu erzählen. Ich verspreche, es wird sich lohnen. Okay, über 100 mph muss ich fahren die ganze Zeit. Oder 161 km/h. Okay, die 80er Jahre waren als Blackwells-Ära bekannt, weil die vorherigen Redline-Reifen mit rotem Nadelstreifen 1977 eingestellt wurden. Dann gab es die Hot Ones mit dünneren Achsen, Ultra Hots mit neuem Raddesign, Real Riders mit echten Gummireifen. Die waren sehr beliebt. Lass mich nachdenken. Es gab Crack-Ups mit Schadensplatten, Color Shifters, die im Wasser die Farbe gewechselt haben. Oh, und die Blisterpackungen mit der blauen Karte, die man schon von Weitem erkennen konnte. Die gab es auch seit den 80ern. Holy shit, da gab es ja ganz so viele verschiedene Ideen, Alter. Aber die mit den Gummireifen haben sie dann irgendwann eingestellt, weil ich weiß, Siku macht, glaube ich, immer noch Gummireifen, aber Hot Wheels macht ja schon ewig lange keine Gummireifen mehr. Also zumindest, soweit ich es im Kopf habe, wüsste ich jetzt nicht, dass die Standard Hot Wheels, die du so im Laden kaufen kannst, Gummireifen hätten. Weißt du, dass man Karten sammeln, einschicken und gegen Bonusautos einlösen konnte? Wusste ich nicht. Cool, naja, jetzt weißt du es. Erstmal alle meine blauen Karten suchen, die ich nicht habe, und dann durch Autos einsammeln. Das Geile ist, die kriegen die Karten wieder, können die wieder irgendwo reinpacken und das ist smart. Brauchen keine neuen Karten mehr produzieren, das ist ein ewiger Kreislauf. So, das geht aber jetzt berghoch gleich mit der Magnetbahn hier, hoppala. Wir hängen auch, wir fahren auch gerade komplett zwischen allen Biomen hier. Oh shit, das gibt gleich eine fiese Aussicht. Ach, Alter, jetzt müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Alter, wie viel sieht man denn da von Mexiko? Ich hab wirklich gedacht, man sieht gar nichts. Ich dachte, man guckt voll auf die Wolken. Moin, moin. Aber, ui. Ja gut, es ist natürlich nur ein Bild. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das war Stadion. Ach, krass. Krass. Also man sieht mehr, als ich gedacht habe. Klar ist, wie gesagt, eine Textur, bla bla. Wie eine Skybox gewissermaßen. Aber, dass man grundsätzlich Mexiko sehen kann, finde ich trotzdem ein sehr schönes Detail. Das mal so nebenher erwähnt. Als sie die Produktlinie in Serien aufgeteilt und Nummerierungen und limitierte Editionen eingeführt haben, hat sich das Sammeln von Hot Wheels von einem Hobby zu einer Besessenheit entwickelt. Alles klar bei dir? Mir geht's gut. Ich bin ehrlich, so als Kind habe ich meist immer nur die Hot Wheels genommen, die echte Autos waren. Ich war nie Fan von den Hot Wheels, also von diesen eigendesignten Fahrzeugen. Weil ich halt immer schon echte Autos immer cooler fand als Konzeptfahrzeuge und. Und die Hot Wheels-Fahrzeuge ja meist alle ein bisschen drüber designt sind. Ich hatte, wenn Hot Wheels als Kind immer nur die genommen, die an euren originalen echten Autos basierten. Und bin ich ehrlich, also ich habe zum Beispiel kaum Hot Wheels auf der eigenen Fahrzeuge. Ich war da immer, selbst bei Matchbox und durch Siku und sowas, war ich halt sehr echte Autos versessen. Der Spielzeugautomarke Matchbox. Jetzt befanden sich alle Miniaturspielzeugautos unter einem Dach. Das wusste ich gar nicht. Matchbox gehört zu Hot Wheels. Hoppla. Okay, gut. Und da gibt es den deutschen Hersteller Siku noch, aber den lässt man, glaube ich, jetzt hier außen vor, weil den kennt sonst keine Sau. Würde ich behaupten. Also jetzt nicht in Amerika auf jeden Fall so rum. Aber Matchbox produziert ja trotzdem noch immer eigenständig, weil die Fahrzeuge sind ja qualitätsmäßig und so optikmäßig ja nochmal ganz, auf jeden Fall deutlich anders als Hot Wheels. Würde ich jetzt so mal
von mir aus behaupten. Ich hab dir dafür den Riprod besorgt. Offroad-Serie 2014, Code BD00. Natürlich können wir nicht zu einem Spielzeugladen oder einer Convention fahren. Also nehmen wir diese Schatztruhen. Ah, ich muss jetzt die Schatztruhen einsammeln? Oh Gott. Geh und finde diesen Schatz! Sammle sie alle! Da ist noch eine. Aber hier sind ja ganz schön viele, hoppla. Boah, der Eis ist jetzt halt fies, ne, weil rumrutscht. Alter, wie so ein Affe. Come on, Whipbot, come on. Auf geht's. 20 Ball für 2 Sterne. Sehr gut, mitgenommen. Boah, Bruder. Der ist aber auch, das ist aber auch hier Feingefühl mit dem Kollegen. Mensch, Mensch, Mensch. Ey, nicht mit Sachen ködern, die es am Ende nicht gibt. Ja, das ist unfair. Das sehe ich uns aber gar nicht. Komm schon. Oh. Bremst halt ultra aus, wenn du da reinfährst. Kohle da drin. Hey, ich habe gehört, dass... Ja, doch, die habe ich mitgenommen. Hoppla, ich dachte, die hätte ich nicht berührt. Ja, bitte Spur bis zum Anfang des Spiels zurück, danke. Paint Edition zu gewinnen gibt. Siehst du? Das ist mein Leben. Okay, 3 Sterne, 25, das schaffen wir aber locker. Ist aber gar nicht mal so schwierig, das Ziel diesmal. Hier grabe ich voll am Stress nicht so. Oh Gott, das wird natürlich echt 50 oder so Truhen sein für 3 Sterne. Scheißdreck. Easy going. Aber jetzt können wir noch weiter sammeln. Machen wir doch gerne. Aber die Whipper sieht hier mit dem Reh im Reh im Schnee so ganz cool aus mit der beleuchten die Art. Passt ganz gut zusammen alles. Tja, hoppala, hoppala. Ja, da links ist noch eine, die kriegen wir jetzt nicht. Ich glaube, hier unten hatte ich noch eine gesehen gehabt irgendwo. Oder nicht? War ich bescheuert? Anscheinend habe ich hier keine gesehen gehabt. Ich bin bescheuert, lassen wir das. Da ist noch eine. Ja gut, die kriegen wir jetzt aber nicht mehr, ne? Oder einfach noch, komm. Ich bin noch hier, drauf zugefahren, zählt. Jetzt weißt du, wie es ist, ein richtiger Hot Wheels-Sammler zu sein. Anstrengend, oder? Ja, doch, Belohnung freigeschaltet, okay. Den Whipbot haben wir nur für die Aufgabe bekommen, okay. Sind wir schon bei den Tool-Jet-Ziel wirklich bekommen? Oder halt, weil wir noch in dem jeweiligen, in dem Story-Abschnitt noch nicht sind, dass wir das vielleicht noch nicht bekommen? Das könnte natürlich jetzt durchaus möglich sein. Schauen wir mal. Okay, mal gucken, haben wir den jetzt bekommen oder nicht? Ich guck mal gerade mal. Ah, ja, wir haben ihn schon. Oh, habe ich, glaube ich, woanders vielleicht sogar freigeschaltet. Ich bin mir nicht sicher, aber wir können ihn halt noch nicht fahren. Er ist halt noch zu schnell. Aber der wäre halt natürlich, ich denke mal, wenn wir jetzt hier in die S1-Klasse kommen, wird eine Mission sein, fahr Kapitel 3 der Story. Oder Kapitel 4. Heißt, wir nehmen uns da ein paar Missionen vorweg. Aber das sehe ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es persönlich geiler, jetzt die Story lieber in einem schönen Rutsch zu machen, als das so mehrfach aufgeteilt. Dann haben wir ein schön rundes Paket, Leute. Ein rundes Paket hier einfach. Schön rundes Paket hier am Ende. Das ist doch gut. So. Machen wir das letzte Kapitel, Hot Wheels Today. Von den 2000ern bis heute. Da hat sich auf jeden Fall einiges getan, das kann man auch sicher sagen. Da hat sich einiges getan. Ich hatte schon immer ein Fable für den Bone Shaker. Er ist eine Antiquität, in der man rumfahren kann. Los geht's! Und den Forza sehr beliebt, weil sie einfach immer Multiplayer-Breaking ist. Habe ich dir vom 50-jährigen Jubiläum von Hot Wheels 2018 erzählt? Ich glaube, dass du das gleich tust. Sie machten eine coole schwarz-goldene Serie mit passender Lackierung. Und sie starteten außerdem die Hot Wheels Legends Tour. Dabei präsentierten Autobauer mit eigenen Kreationen ihre besten Designs.
Dann wählt Hot Wheels das Beste aus und macht daraus ein Spielzeug im Maßstab 1:64. So sind wir beim 2JET-Z, Nash Metropolitan und Custom Trans Am gelandet. Das war schon sehr geil, dass man Leuten die Möglichkeit gab, ihr designt eure Autos, wenn die Leute das Bock haben und geil finden, wird das Auto dann als Hot Wheels umgekehrt. Das muss ja schon, wenn du so ein Autobauer bist mit so Custom-Fahrzeugen, eine brutale Ehre sein, dass das ein Spielzeug ist, das jedes Kind kaufen kann. Gegenteil, und ein Spielzeugauto wird hochskaliert. Hot Wheels haben mehr als 20 Autos in Lebensgröße gebaut und damit 3 Weltrekorde mit echten Korkenziehersprüngen und Doppelloopings gebrochen. Total irre. Ja, stimmt auch. Die Hobbits sind glaube ich, echt coole Haufen. Ich glaube, mit denen käme man sehr gut klar. Ich glaube, das sind schon mittlerweile natürlich ein riesiger Verein. Da ist natürlich nur 3 Leute, die das machen, und dann ist das Hot Wheels, sondern mit Mattel und so im Nacken ist das mittlerweile natürlich ein riesen Konzern. Aber so grundsätzlich ganze Mindset finde ich schon cool. Arbeiteten viele tolle Designer an Hot Wheels. Mark Jones, Phil Realman, Brandon Vitusky, Fraser Campbell. Die Liste ist endlos. Also ich könnte mir den Namen vom Weihnachtsmann erzählen, ich wüsste nicht, wer die Personen sind. Ich finde es schön, dass sie mir das erzählt, aber ich sitze da so... Ja, ganz wichtiger Name anscheinend. Mein Drache Navigates. Sie haben eine Menge kreativer Designs entworfen. Darunter auch Serien wie Tuned, Longs, Hardnose, Cruise, Fatbacks, Torpedos und Droptop. Und die Realistic-Serie, wenn dir sowas gefällt. Das Fahren macht einfach so Spaß. Also, das kommt mir heute in dieser Folge ein bisschen kurz, weil ich sehr viel auf die Story jetzt hier eingehe. Aber ich habe sehr viel Spaß dran, falls es nicht auffällt. Ich mag dieses DLC sehr gerne. Die Map fährt sich sehr, sehr gut. Sag gern vor die nächste Wand, um dieses Unterargument brutal gut zu untermauern. Willkommen bei meinen Videos, liebe Leute. Nee, aber ich find die Hot Wheels Map hier schon 1000-mal geiler als in Hot Wheels 3. Die ist vom Vibe einfach ganz anders und vor allem natürlich auch das Größenverhältnis ist natürlich einfach viel passender, um mehr Abwechslung reinzukriegen. Es ist, wie es ist. Mehr Größe, mehr Abwechslung. Wenn man es natürlich vernünftig bestückt, aber es ist in dem Fall jetzt auf jeden Fall der Fall, würde ich mal behaupten. So, was hat die letzte Dame noch als letzte Aufgabe für uns? Da wird ja noch was, da wird es ja noch was geben. Schön. Jetzt lass uns diesen Boneshaker etwas aufbocken, oder? Ein Grün ist ja aber auch sehr geil, Alter. Boah. Ich weiß, dass wir 50 Meilen über Mexiko sind, aber etwas Baja-Expertise kann nicht schaden. Fahren zum Zielort. Der Baja Bone Shaker ist eine moderne Interpretation des klassischen Bone Shaker Designs. Okay, der Canyon hier ist aber schon geil. Hoppala, hoppala. Großer mit Betonfuß im Weg. Hot Wheels haben neben Modellautos auch jede Menge andere coole Sachen gemacht. Meinst du abgesehen vom Horizon Festival? Genau. Es gab 2003 einen Animationsfilm, 2005 eine TV-Serie mit dem Namen Hot Wheels Acceleracers und haufenweise Videospiele, angefangen mit einer 8-Bit-Version aus dem Jahr 1984. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, wo ich mich nicht gerade an einer Plastikbahn fast umgebracht habe. Ich habe gedacht, wir müssen auf die Bahn, aber wir müssen da ja rechts nehmen. Wir fahren ja gerade Baja. Ist immer schwierig, man möchte immer wieder auf die Bahn zurück. Das ist irgendwie so ein Drang nach einer Stunde Spielzeit. Und halt dich fest. Im Jahr 2014 haben sie zusammen mit der University of Southern California Speedometry entwickelt. Einen Lehrplan, um Kindern Naturwissenschaften und Mathe beizubringen. Im Ernst? Ich weiß. Und ich sitze komplett ohne Spielzeugautos in einer Uni-Vorlesung über fortgeschrittene Analytik fest. So unfair. Das war echt schon geil, Alter. Ja, wir sind die Jungs und Leute von Hot Wheels und wir bringen euch jetzt Physik bei. Ich verkacke es. Wir müssen da oben auf die Rampe drauf. Nicht drüber springen. Diesmal muss ich auf die orange Bahn. Das ist schwierig. Manchmal ist es durcheinander. Kannst du es nochmal machen? Jetzt machen wir den Sprung erst. Dankeschön. Einmal bitte auch zurückspulen. Dankeschön. Haben die echte für Unterricht mit Hot Wheels? Ich hatte schon eine ziemlich langweilige und doofe Schule, merke ich gerade. Schade. Oh, guck mal, jetzt, Alter, jetzt hat man einen brutalen Blick auf Mexiko. Geil. Ich liebe es, wenn es im Bauch kribbelt. Ja, das kann auch einfach nur Unwohlsein sein. Das in den Anfängen von Hot Wheels wurden 20.000 Designs und mindestens 4 Milliarden Autos produziert.
was denn jetzt? Mindestens 8 Milliarden, 4 Milliarden. Also ich möchte betonen, dass zwischen 4 und 8 Milliarden nicht ist, wir haben uns leicht vertan, sondern zu, wir haben uns komplett vertan. Das google ich jetzt. Wie viele Hot Wheels wurden verkauft? Sorry Leute, wir müssen die Story auch richtig halten. Und wenn ich für euch selber googeln muss, weil das Spiel irgendwie mit den Daten ein bisschen durcheinander kommt. Verkauft. Finde ich hier irgendwas? Hier ist das in 6 Milliarden. Das war 2018, glaube ich. Also ich habe hier was mit 6 Milliarden gefunden, 2018. Dann könnten 2 Milliarden innerhalb von 4 Jahren. Aber sind, doch in keine der Ahnung. In der letzten Zeit hat sich der Preis eines Hot Wheels Autos nie verändert. $1 pro Stück. Beeindruckend, oder? Seltene nicht in Deutschland. Auf Auktion trotzdem eine Menge wert. Ein ultra seltener Prototyp des 1969er Volkswagen Beachbomb wurde für $72.000 verkauft. Und einige Sammlungen werden mit über $1 Million bewertet. In den frühen 2000er Jahren kamen überall auf der Welt Sammlermessen auf. Dort trafen sich Sammler zum Kauf und Verkauf von Autos, zeigten einander ihre Sammlungen und tauschten sich über ihr Hobby aus. Aber das meinte ich gerade so ein bisschen mit dem Text so. Insgesamt 4 Milliarden. Und die Textzeile sagt mir gerade 8 Milliarden. Was denn jetzt? Die Hot Wheels Expertin weiß nicht, was sie meint. Die Freiheit des Bone Shakers ist ziemlich gut. Aber. Monster Truck Bone Shaker. Unglaublich, oder? Steig ein. Los geht's. Und wir dürfen ihn natürlich wieder nicht behalten, ne? Er ist wieder nicht fahrbar. Er ist wieder nur für diese Mission und wieder kein Teil des Spiels. Ich rast bald aus. Wir den Dokumentarfilm stilvoll mit einem epischen Stuntlauf in dieser Granate. Frag nicht, wie wir ihn da hochbekommen haben. Doch, wie habt ihr ihn da hochbekommen? Nein, aber jetzt mal ehrlich, ich will diesen Scheißwagen jetzt endlich für die Open World bekommen, Mann. Interessanten Fakten hast du zu dem Ding. Können wir die epischen Stunts jetzt und die Fakten später machen? Bei Trucks und Fähigkeitsketten heißt es eben ganz oder gar nichts. Ja, moin. Der Checkpoint ist aber auch richtig geil platziert, ey, Digga. So, komm mal an. Rüber da, danke. Okay, ist ja gut. Der Bone Shaker wurde 2006 von Larry Wood entworfen und Fraser Campbell entwickelte die Monster Jam Series. Das hier ist also das Beste aus beiden Welten. Und ich will diesen Wagen aus Besten aus Both Worlds auch in der Open World haben. Ja, Playground Games, ab jetzt. Das nenne ich ein Hot Wheels Finale. Du könntest diesen Wagen nicht jedes Mal für Missionen geben und dann sagen, ja, aber in der Open World, da würden wir gerne keine Monster Trucks sehen, weil... Ich will diesen Wagen jetzt hier endlich sehen. Das ist episch. Ich will diesen Wagen bekommen und fahren. Ich akzeptiere keinen. Naja, aber der ist ja für die Open World nicht geschaffen. Den haben wir nur für die Mission. Da brennt die Hütte, ich sage euch. Das sind eines der geilsten Fahrzeuge so im Spiel. Und wir dürfen ihn einfach nicht... Das akzeptiere ich nicht. 40 Kubikzoll Motor von Chevrolet, Terra-Reifen mit 66 Zoll. Ein Monster. Na egal. Stunts bitte. Stunts kannst du haben. Ja, du hast die offizielle Hot Wheels Erlaubnis anzugeben. Weil ich so ein krasser Typ bin. Ist es nicht dasselbe. Ich jetzt, wenn ich hier lang fahre, denke ich mir, was schreit mich hier an, aber da unten ist ja dieser dumme Drache in diesem Kackvulkan. Nichts fürs Erhebnis. Ja, klingt genauso. Könnt da rein. Wow, ist genau die Ausgangsrichtung. Reststelle wird schwierig, weil ich fahre wie ein letzter Besoffener. Sehr schön. Wir machen noch einen Hot Wheels-Profi aus dir. Mich interessiert, was die Belohnung ist für die komplette Story. Ich sehe schon, Belohnung für die ganze Story ist der Monster Truck. Nein, Quatsch. Schön wär's. Wir kriegen ihn niemals. Es wäre so geil, wenn man ihn einfach bekommen könnte. Aber wir haben es sogar geschafft. Ja, das war ein angemessen episches Finale. Mustang. Ich habe mich noch nie so wenig über einen Mustang gefreut. Das ist ein episches Finale. Hier fährst du Monster Truck. Hast du gut gemacht. Darf ich ihn behalten? Hier hast du einen Mustang. How about fuck off? Hm,
Übrigens, im Park muss man für Schnellreisen nicht bezahlen. Die Hot Wheels-Leute wissen, wie man Autos bewegt. Ich möchte einen Monster Truck. Sehe ich denn, was hier noch die Belohnung dafür ist? Ich will da gerade mal hin. Ich will mal gucken, ob man sieht, was die Belohnung für alle Story-Sachen ist. Ich vermute mal auch noch ein Auto. Aber ich sehe nicht was. Mir fehlen die ersten beiden. Die muss ich auf jeden Fall nochmal neu machen. Das, da muss ich mich nochmal dran setzen. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, ob ich wissen, was es dafür gibt. Aber den Hot Wheels gibt es immer... Warte, wir können ja gerade mir kurz hier bei... Warte mal. Wo könnte man das denn nochmal sehen, ob er ein echtes Auto ist oder nicht mittlerweile? Horizon Promo, genau. Ah, hier, da, Hot Wheels, da ist Hot Wheels. Wir haben es gefunden, mein Gott. Sind ja ein bisschen bescheuert. Hier ist der Monster Truck. Ah ja, er ist immer noch kein Auto, weil hier oben bei der Klasse ist eine kleine Klasse einsortiert. Und der wird dementsprechend, glaube ich, weiterhin leider kein Fahrzeug sein, weil die sind ja alle in irgendwelche Klassen zumindest einsortiert und das ist er nicht. Ich bin sehr enttäuscht. Und er ist kein DLC-Fahrzeug und dies und das. Und naja, gut. Schade, leider können wir ihn noch nicht haben, aber nächste Folge machen wir auf jeden Fall wunderbar mit den letzten Missionen des ersten Kapitels, klar, der B-Klasse. Wenn ihr darauf Bock habt, schaltet gerne wieder ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne auch einen Daumen da. Würde mich sehr darauf freuen und wir sind im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.